Die Gummistiefelindustrie dürfte in den kommenden Jahrzehnten einen Boom erleben. Sylt, die nordfriesischen Inseln und Halligen werden vom zu erwartenden Anstieg des Meeresspiegels besonders betroffen sein. Die Treppe am Rathaus in Westerland zeigt eindrucksvoll mit blauen Wellenlinien, wie die derzeitigen Wasserstandsprognosen aussehen. Im Rahmen der deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit erregen nun auch in Hörnum, List, Wenningstedt und Morsum ähnliche Installationen die Aufmerksamkeit der Menschen. Denn eins ist klar, bis zum Ende dieses Jahrhunderts steigt der Meeresspiegel vermutlich um bis zu 80 Zentimeter an. Unsere Kinder und Kindeskinder laufen hier in rund 80 Jahren durch die Nordsee.